Ich bin Emel. Clemens. Hallo. Woher bist du? Aus Salzburg. Und was machst du hier in New York? Ich bin Fotograf. Ah, schön. Und eine meiner Leidenschaften sind Antiquitäten, ja, und speziell die von Karl Auberg. Okay. Und ich mache das zusammen mit Patrick Parrish. Ja. Dem gehört die Galerie. Okay. Und wir haben uns eben überlegt, für dieses Jahr irgendwie nur Auberg zu machen. Okay. Ja, eine. Ja. Ja. Und was fasziniert dich gerade an diesem Designer? Es ist die Qualität. Die ist irre und dass es so viel ist, ist einer der wenigen Designer, die haben über 6000 verschiedene Designs gemacht, was wow, irre ist für eine Familie. Absolut. Und ich sammle schon ganz lang. Okay. Also bist du auch ein Sammler? Ja, ich bin ein Sammler. Und wir haben vor 2 Jahren ein Buch gemacht über Karl Auberg, was super toll angekommen ist. Und da ist irgendwie das alles ein bisschen explodiert, speziell in New York. Okay. Okay, ist explodiert. Und seitdem sammeln wir und suchen. Wir waren letztes Jahr in Wien für 4 Tage und haben ganz viele Stücke gefunden. Und jetzt haben wir diese Ausstellung hier gemacht. Interessant. Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus mit dem Grün. Sieht ganz toll. Also Sheetrock, wie heißt es auf Deutsch? Sheetrock. Es ist alle, sind diese Gipswände, die man normalerweise auf die Wand hat. Die Rigipsplatten. Rigipsplatten, ja, genau. Rigipsplatten kenne ich ja aus dem Bau, Mensch. Toll. Oder einfach ganz roh. Ja, ich wusste gar nicht, dass es die auch in Grün gibt. Weil die sind in Grün und Braun und gibt es in Pink. Es kommt immer darauf an, für was verwendet werden. Okay, cool. Und wir haben gesagt, wir machen es ganz roh, die Booth. Aus dem Grund, weil Auberg immer, wenn die Ausstellungen gehabt haben, ja, und für selber also die Sachen präsentiert haben, haben sie immer Sachen verwendet, die Ausstellungsdesign war immer mit Sachen, die man im Baumarkt kaufen kann. Finde ich gut. War cool. Ist mir sehr sympathisch. 60er und 50er und 60er Jahren haben die das schon gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das hier so. Eigentlich sehr innovativ für diese Zeit, mit so Rohmaterialien zu arbeiten. Ja, total, ne? total. Also fast schon ein Rebell. Man sieht es ja auch im Design im Endeffekt. Die waren echt durch und durch einfach gut. Ja. Wir können uns ja vielleicht mal ein paar Sachen angucken, weil es sieht schon sehr interessant aus. Und von manchen Dingen weiß ich gar nicht, wofür man sie benutzen könnte. Also darf ich das anfassen? Du darfst alles angreifen. Ja. Also zum Beispiel das hier. Ja? Das ist mir gleich sehr sympathisch. Guck mal hier. Oh, ja, wow. Ne? Und was ist das? Eigentlich ein Briefhalter. Also der liegt am Tisch und du tust da einen Brief hinein. Ganz simple Geschichte. So einfach kann es sein. Und schön. Ja, vor allen Dingen sehr, sehr schön. Dann gibt es hier ganz viele Messer. Das sind alles Brieföffner. Entschuldigung. Also, es sind Brieföffner, ja. Ja, zum Beispiel, das ist einer meiner. Da finde ich das Design so irre toll, weil es im Endeffekt ist eine Messingplatte, einfach geschnitten und irgendwie einfach 2 Cuts. Und ein bisschen Leder drüber und that's it. Das ist diese Simple-Geschichte, das finde ich so irre bei ihm. Ja. Das ist, man sagt ja auch oft, gutes Design ist oft auch sehr schlichtes Design, natürlich, sehr simples Design. Ja. Aber man muss erstmal auf die Idee kommen, natürlich. Natürlich. Ne? Also, finde ich ganz toll. Und ich darf ich fragen, wofür das ist? Weil super, ich, ganz ehrlich, weil ich habe, wenn ich das sehe, geht die Fantasie mit mir durch. Also, wir haben es auch nicht am Anfang gewusst und dann haben wir einen Karl Auberg gefragt, okay, weil die ganze Familie lebt noch. Ah, das haben sie gemacht für Bäder, für Bubble Bath, um sozusagen Schaumbad zu machen. Ach, nein. Ja? Nein. Also dann nimmt man das dann und, ja, genau, man und dann tut man im Endeffekt so in der Badewanne zack, zack, zack. Das gibt's doch. Eine Erklärung. Ich meine, es gibt unendlich viele Erklärungen. Ich wollte schon sagen, ich könnte mir das auch anders vorstellen. Nein, ich mache das jetzt natürlich nicht. Aber interessant, dass es so etwas gibt. Oder war das vielleicht doch ironisch gemeint von Karl Auberg und seiner Familie? Nein, ich glaube nicht. Der hat es uns so erklärt. Interessant, was es alles für Dinge gibt. Und was sehr berühmt ist oder bekannt sind sie für Buchstützen. Ja. Also da sind zum Beispiel Buchstützen und da hinten sind Buchstützen. Ganz, und, ganz viele. Und die sehen super cool aus, weil ich finde, Buchstützen sind oft sehr hässlich. Ja. Und das Gewicht und sind einfach wirklich schwer und also wirklich tolle Teile. Ja, also gerade gut oder für große Bücher zum Beispiel auch. Das ist auch eine Buchstütze. Irres Teil. Toll. Wirklich toll. Gefällt mir gut. Und diese Füße hier, sind das Briefbeschwerer auch, oder? Ja, Briefbeschwerer, da gibt es den, also die sind sehr berühmt. Und zum Beispiel das Ei ist sehr berühmt. Das goldene Ei. Das goldene Ei. Okay, wenn es ein Apfel gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, wir sind ein Big Apple. Aber das goldene Ei, ja, es ist schlicht und schön. Ja. Und wenn jemand nicht spurt, kann man auch, nein, einige Entschuldigung, Teile gibt's, nein, ja, nein, das war nur eine böse Fantasie. Nein, das machen wir natürlich nicht. Die meisten Sachen sind so 4 bis 5 Materialien. Ja. Es ist Messing, es ist Horn, es ist Holz, es ist Leder.
Das ist es so in dem Sinne. Ja, aber dadurch hat das natürlich eine ganz andere ästhetische, Optik, weil es passt alles gut zusammen. Genau. Es sieht auch sehr schön irdisch aus, sehr schön erdig aus. Ja, also man möchte es gerne angreifen. Das Ganze, und es ist ja ganz wichtig, die Sachen anzugreifen, um das zu spüren, wie schwer sie sind und die 60, 70 Jahre irgendwie das Ding gehabt hat, irgendwie zu fühlen. Und teilweise könnten es echt auch sehr zeitgenössische Sachen sein. Total, ganz richtig, ganz richtig. Es muss jetzt nicht unbedingt Vintage sein. Von welchen Jahren ist das zum Beispiel? Also die sind, ich glaube, von 40er oder 50er Jahren sind die gemacht worden. Ja. Das ist zum Beispiel jetzt ein Flaschenöffner so, aber natürlich auch ein Korkenzieher. Ah, das ist natürlich praktisch. Da hat mal jemand mitgedacht. Da muss man nicht zwei Dinge haben. Ja, genau. Finde ich super. Ich liebe es, wenn Dinge praktisch sind. Herrlich. Cool. Okay, super. Also ich finde, euer Stand ist ganz süß und ist gar nicht schlimm, dass es so klein ist, weil dadurch kommt der Charme. Es sieht aus wie so ein kleines, wie sagt man, so ein kleiner Laden. Ich sage so ein ganz charmanter kleiner Laden. Genau, ich sage immer Shop oder Room. Ja. Ich sage immer zu den ganzen Leuten, come over to the Outback Room. Ja, das ist sehr, sehr schön. Eine tolle Ausstellung im Grunde auch. Aber man kann jetzt alles, was man hier sieht, auch erwerben? Natürlich, ja. Okay, wo sind wir preislich ungefähr? Wir sind preislich hier bei dem, bei diesem ganz praktischen. Der ist, glaube ich, 6 oder 795. 6 oder 795? Das geht doch noch. Ich glaube schon, ja, wir sind in New York. Wir sind in New York. Einmal am Abend ausgehen, essen. Okay, ja, das stimmt allerdings. Ja, und im Vergleich dazu ist es günstig. Also für New Yorker Verhältnisse ist es fast ein Schnäppchen. Kann man fast mitnehmen. Theoretisch, gerne. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Ganz, ganz nett von dir, dass du uns das erzählt und erklärt hast. Und wir wünschen dir ganz viel Erfolg damit. Dankeschön. Danke. Bis bald. Danke. Tschüss.